Was liegt da oben für eine Tröte? Ein First Aid Spray. Ist eine vollständige Heilung und ich bin mit First Aid Sprays. Von daher holen wir uns das doch mal. Da stimmst du mir doch bestimmt zu, du Sackgesicht. Danke für die fehlende Zustimmung. Hä, was? Was? Ich war gerade woanders. Wo warst du denn? Warst du wieder in deiner Hose? Was, du spielst schon wieder? Hab ich gar nicht gemerkt. Halt die Fresse. Oh. Harte Beleidigungen werden ausgetauscht. Was ist unter Resident Evil dann? Hat in Andis Let's Plays definitiv gefehlt, jemand, der irgendwie im Arsch tritt hier. Ist hier kein Licker oder kommt der erst noch? Ich glaube, hier ist keiner. Aber dafür hast du ja allein oben in dem Raum schon zwei gehabt, also. Ja, stimmt. Also beschweren werde ich mich auf keinen Fall. Und in dem Raum, wo du die Karte gefunden hast, war sonst auch keiner. Ich denke immer an Poison Ivy, aber dabei ist das der Hunk-Raum. Raum. Du bist traumatisiert vom Zugucken. Wow, stimmt, da kamen Zombies rein. Fuck. Da war ja was. Oh, da liegt ein Bericht. Schauen wir uns den nochmal an. Den verlinke ich aber. Ich glaube, dann hatte ich den Operation Report 1, hatte ich glaube ich nicht drin. Bin ich mir nicht sicher. Wenn nicht, wird er verlinkt. Liegt hier irgendwas? Ne, hier lag niemand. Leon hat sein Feuerzeug direkt zu Anfang dabei, ne? Ja, so wie die Transvestiten Leon vorhin auch. Das war lustigerweise bei. Irgendwie komisch. Was trinkst du, Schatz? Pure Water. Und danach ein bisschen Coke. Markiert nicht irgendwas? Jawohl. Hast du Munition? Siehst du, das haben wir am A-Run verzweifelt gesucht. Ja. Ist aber ein Leon B hier. Oh, meine Hand ist immer noch verstaucht, ey. Schmerzhaft. Wenn du so eine Dreiviertelstunde spielst. Ach, Zombies. Ich muss ihn jetzt ausschalten, weil ich hier lang muss. Ich hab keinen Bock, einen Treffer zu kassieren, deswegen pusten wir mal die Rübe runter. Nix da. Sorry, Bruder, aber ich muss hier leider vorbei. Was, bei mir? Ja, ich muss die Dicke und die Rübe runterpusten. Denn du gehst mir voll aufs Möhrchen gerade. Er hat Möhrchen gesagt. Hier ist auch niemand? What the fuck? Ich meine nicht, dass es mich stören würde oder so. Grüne Kräuter! Die sammeln wir mal auf. Was wir nicht können, da wir ein volles Inventar haben. Ist ja witzig. Sind wir mit Kräutern zugepumpt, aber ich glaube, die brauchen wir auf jeden Fall später noch. Da stimmst du mir doch zu, Schatz, oder? Alles, was du sagst, mein Freund. Alles, weiter. Ich will weiter im Internet surfen. Nein, du weißt doch, ich übernehme das Abwehrschild, das sich zutexten lässt, damit du deine Ruhe hast und spielen kannst. Stimmt. Das ist absoluter Koop-Modus hier. Du beschäftigst die Ladies. Andis ist aktiv und ich bin der in den Brücken stärkt. Der Andi ist aktiv und ich bin der in den Brücken stärkt und Grammatik hat mich noch nie interessiert. Ich weiß Bescheid. Weißt du, I watch your backside. Das glaube ich dir, vor allem wenn ich schlafe, ne? Da watchst du dir am liebsten. Hier wieder ein Report, den ich wahrscheinlich auch reinhauen werde. Und gerade keinen Bock hab zu zeigen, weil es viel zu lang dauert. Die haben jetzt übrigens drei volle Heilmittel schon in der Truhe. Jetzt sag mir ehrlich, dass ich super bin. Nein. Warte mal, waren bei Leon B nicht im Marvin-Raum die Köter? Ja, das könnte sein. Und in dem Lockerraum waren die Spinnen, ne? Ja. Dann gehe ich erstmal nicht hin. Die können mich am Arsch lecken. Nö, die können mich am Arsch lecken. Tschüss, Idioten. War hier nicht Mr. X? Nee, du bist schon mehr bei Hank. Ah, okay. Das ist die allgegenwärtige Angst der starken Gegner bei dir gerade. Ja, ich meine, ich merke es. So, hier müsste auch ja Munition liegen, nachdem du das Rätsel gemacht hast. Ah, stimmt. Ich muss einen von den beiden jetzt runterkicken. Nicht wahr? Was? Oder nee, stimmt. Ich muss genau das Umgekehrte von Claire jetzt machen. Ich muss sie jetzt zurücksetzen. Du machst genau das gleiche bei Claire. Stimmt, ja. Sorry, ich bin gerade einfach nur dämlich. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich weiß, ich bin dämlich gerade. Oh. Jo. Die Eier haben sich vom Boden abgehoben. Durchstarten, Raketen in 3, 2, komm ich hier. Sie haben noch 32 Sekunden. Was?
super. Die Ferienbande, unbedingt mal reinhören, Leute. Chris, du glaubst gar nicht, was für ein schönes Gefühl, dass das Mikrofon ist, wieder richtig zu halten. Nein, mit dir wieder Resi 2 zu machen. Ich hab dich sehr vermisst. Man sieht da, er geht gleich wieder ab hier. Es ist unglaublich actionreich, wie Andi gerade die Statuen hin und her schiebt. Oh mein Gott, er fällt runter! Auf. Jetzt hat Andi gerade ein Explosionsgeräusch eingebaut, denn der Steinhaar einfach nur groß. Wenn nicht, stellt es euch vor. Und so groß wie meine Klötze. Ja, die sind auch rot und eckig. Vergiss die Munition nicht! Ich muss sowieso zurück. Du Affe. Ich kann nicht durch die Library zurück. Ah, das ist alles kaputt gemacht. Ich kann nicht durch die Library zurück, du. Wie soll man mit dir nur spielen? Halt die Fresse, geh ich halt zurück. Oh, Zombies! Schnell umgedreht. Ich hab halt dem Angst vor dem. Die sind voll gruselig. So, jetzt zufrieden. Gut, danke. Stimmt, das ist immer echt schwer. Seit wann bekommt Leon eigentlich 20 Schuss? War das schon immer so? ActX-Melodie pfeift im Gedanken. War das nicht damals bei deinem ICQ, wo auch immer ActX-Melodie kam? Boah, da war eine ActX. Ey, pass auf. Damals ICQ gab es eine ActX-Werbung. Da haben die ActX-Musik eingeblendet. Aber ich wusste nicht, wo das kommt. Und ich immer wenn ich nachts vom Fernseher saß, kamen alle 30 Minuten die ActX-Musik und ich hab mir voll in die Hose geschissen. So, krasses Tagebuch kennen wir ja schon. Das war so witzig, ich hab's live miterlebt. War schrecklich, vor allen Dingen so. Es geht wieder los. Übrigens, da ganz kurz, ihr seht diese Jacke mit diesem Engel sehr verpixelt. Aber in Code Veronica hat Claire doch eine ähnliche Jacke. Nein, gar nicht. Hier hat sie eine ähnliche Jacke. Nicht wahr? Diese Engelsfrau mit den Bomben, oder? Oder vertue ich mich gerade? Die Jacke hat sie hier an. Dann hat sie es hier an. Auf jeden Fall witzig, weil, ja. Es gibt nur ein anderes Motiv, das hat Chris an irgendwo. Also ist, und zwar sind das Anspielungen auf Queen-Songs. Da steht mal was hinten drauf, irgendwie Heaven, was steht da? Heavens irgendwas. Heavens, ja. Army oder so. Irgend sowas. In den Resident Evil-Spielen sind so kleine Anspielungen versteckt. Wer Resident Evil Zero kennt, Billys Tattoo, da steht Mother oder sowas. Das ist auch Motherlove. Genau, das ist auch eine Anspielung auf einen Queen-Song. Oh, ich kriege ihn nicht totgeballert, ich muss vorbeilaufen. Holy shit. Gerade echt scheiße gemacht. Ich check das mal eben. Oh, wie viel sind denn hier, verdammt? Die laufe ich immer nur einmal durch. Meine Fräse. Und gerade dachte ich hier an Blacklicker. Hey, wait! Scheiß Google spuckt's aus. Ah, hier, Let Me Live steht da drauf. Auf Claires Jacke. Queen Song. Und hier, Putzeimer, ist noch Gewehrmunition. Fuck, wo ist der andere kleine Schlüssel? Ich will nämlich jetzt. Cutscene. Claire, you made it. Yeah. Have you seen a little girl around here? Yeah, you just missed her. Who is she? I don't know. But it's too dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Of course. But before I forget, here's a radio. That way we can keep in touch if something comes up. Okay. Machen wir noch 5 Minuten, danach machen wir mal einen kleinen Cut so langsam, ne? Yo, wer zu? Yo, Chef. Sehr schön. Was, jetzt schon? Ah. Ihr seht gerade die erste kleine Ausführung aus dem R-Run, was wir Andi gemacht hat und was jetzt Einfluss hat. Was ihn aber trotzdem in den Arsch tritt. Und zwar massivs. Ihr habt cool. Ja, ihr erinnert euch ja, wie Andi auf dem Weg zum Keller da die Finger runtergelassen hat, damit keine Zombies reinkommen. Ja. Das hat eben versagt und nun sind die Zombies reingekommen. Und Andi wird, glaube ich, auch kein Kabel finden im B-Run. Nein. Ach, ich bin doof. Der Schalter ist ja hier. Ja, nö, ich will ihn jetzt nicht drücken. Jetzt, wo ich schon davor stehe. So. Ach, was mache ich denn hier für eine Scheiße? Da kommt das nachher raus. Ich Idiot.
So, mein Freund. Du gehst nach rechts. Und geh dahin! Und du gehst nach rechts. Kaching. Den lasse ich auch jetzt erstmal da. Ah, nee. Ich muss mich korrigieren. In Resident 2 steht auf Claires Rücken Made in Heaven. Und in Code Veronica steht da Let Me Live. Ich wusste, dass es irgendwas mit Heaven war. Ja, und Billy's Cones Tattoo haben wir erwähnt. Die drei sind alles Queen Songs. Warte mal, habe ich gerade ernsthaft im Polizeipräsidium das den Waffenschrank vergessen? Ach, im Stars Room. Fuck. So, ich habe jetzt die Wahl. Ich kann jetzt da lang zurück oder ich kann jetzt da lang zurück. Aber da drüben sind viel zu viele Monster. Oben lang komme ich nicht, weil ich das die Kurbel noch nicht habe und das Zahnrad nicht habe. Also muss ich hier lang. Okay, also okay. Roger, Roger. Over. Wo sind die Zombies hin? Cool, da kann ich doch hier gut hinlang. Oh, guck mal, da stehen sie. Die haben Party gefeiert da. Guck mal, die Gang. Jetzt kommt der eine mal. Cool. Ist ja witzig. Okay. Will you go down the ladder? So, ich räume jetzt hier mal ein bisschen auf, dass ich hier einfach vorbeikomme. Weil wir gehen nämlich jetzt wohin? Wir gehen nämlich jetzt mal die Spinnen besuchen, nicht wahr? Die Spinnen bei dir? Ja. Ich habe versucht, an dein Niveau ranzukommen. Was? Das gelingt dir sehr gut, aber guck mal, die haben sich Haare für uns gefärbt. Waren die vorher nicht noch lecker blond? Ich weiß nicht. Ich gucke immer nicht auf die Schamhaare von den Zombies. Wie nicht? Guck mal, da ist ja einer schon. Hi, Schatz. Du gefällst aber besser ohne Haare. Hey, die Claire in dem Resident Evil Werbespot sah gut aus. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es gab ja so mit echten Menschen so. Ja, kenne ich. Voll mit Make-up. Der Leon, der aussah wie ein 10-Jähriger. War er vielleicht auch. Also selbst ich glaube, selbst ich hätte den besseren Leon abgeholt. Stimmt, der sah irgendwie aus wie du. Du verstehst es wieder, wie du dich mit mir, also auf so einer menschlich-freundlichen Basis. Mit der Knarre oder mit dem Gewehr? Ich habe zu wenig Platz, ich muss mit dem Gewehr arbeiten. Meine Fresse, ey. Was denn? In Operation Raccoon City sieht Claire aus wie so eine Mega-Bitch. Ey, ich mach euch alle fertig. Ja, und ich hab voll die Maps, auch einen geilen Arsch. Ja, den hat's ja sowieso schon immer. Nur dass er pixelig war. Den fandest du ja selbst in dem Spiel geil hier. Ja, die Lara Croft für alle Survival-Horror-Fans. Naja, irgendwie schon. Also, wir gehen jetzt im Speicher und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Ja, denn Andi muss sich kurz abreagieren. Ja, ich muss mir kurz einen runterjizzen. Ja, runterjillen. Aha. Mit Jill. Ja, die fünf Finger der rechten Hand ergeben das Wort Jill. So, wir haben auch die beiden, ja, die können wir auch bald einsetzen. Du kommst ganz nach oben, du kommst hier hin. Und, hab ich die Verbände aufgenommen? Nee. Gut, Leute, dann würde ich mal vorschlagen, sehen wir uns im nächsten Part. Ihr haltet mal die Ohren steif und schreibt mal ein paar Kommentare, ne? Wisst ihr Bescheid, Schätze 1. Bis dann. Bis dann. Später.